Belehrung eines jungen Nashorns von Alfons Pillach. Vorgetragen von Green World Facts TV. Das Nashorn-Jungtier Hannibal fragt die Nashorn-Mutter Mal: Warum, Mama, wächst mir da vorne auf meiner Nase so ein Horn? Die Nashorn-Mama meinte sacht: Das hat halt die Natur gemacht. Mein Kind, wenn du mal älter bist, dann hüte dich vor Menschenlist. Gib Acht, sonst wirst du leicht zur Beute, denn Wilderer sind böse Leute. Bei denen ist dein Horn beliebt, weil es irgendwo noch Menschen gibt. Die halten es für Medizin und blättern dafür Dollar hin. Die sind so doof, so schrecklich dämlich, die glauben diesen Blödsinn nämlich. Das ist traurig, ich finde es traurig, dass Nashörner, aber auch andere Tiere sterben müssen, weil der Mensch auf etwas, das sie haben, scharf ist. Nur weil irgendwelche dummen Menschen glauben, es sei Medizin. Dabei besteht beispielsweise das Horn eines Nashorns aus dem gleichen Material wie der menschliche Fingernagel. Lasst allen Tieren ihre Teile und ihr werdet kein schlechtes Gewissen haben. Wenn ihr im Urlaub seid und nicht genau wisst, ob es nun echt tierisch ist oder nicht, lasst die Finger davon. In diesem Sinne freut euch auf Türchen Nummer 9. Bis morgen.